Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Ich bin's Basti und es ist endlich soweit. FIFA 13 ist jetzt schon seit letzter Woche draußen und ich hatte ja immer angekündigt, ich werde eine Umfrage machen, mit welcher Mannschaft ich den Karrieremodus starten werde. Und diese Umfrage ist jetzt endlich soweit. Ich habe jetzt alle Vorbereitungen getroffen. Ich will diese ganze Sache nämlich nicht bei Facebook machen. Und auch nicht bei YouTube, weil das alles doof ist. Es gefällt mir nicht. Bei Facebook sind nicht alle meine Abonnenten dabei. Und bei YouTube ist das ein bisschen doof gemacht, weil ich kann da zwar auch abstimmen lassen, aber ich kann die Kommentare da nicht sperren. Und naja, ist auch egal. Ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen, meine Internetseite zum Laufen zu bringen. Ich werde die hier auch einblenden irgendwo, denke ich mal. Und auch in die Beschreibung nochmal verlinken. www.modernconsumer.de Modern Consumer, natürlich, wie ich heiße, mein Kanal und so weiter. Dort wird diese ganze Abstimmung stattfinden, da könnt ihr ab sofort drauf gehen. Das ist aber noch eine Vorabseite, jetzt ist da nur eine Umfrage drauf zu sehen. Aber wenn da die Seite richtig released und alles zu sehen ist, was ich gerne da haben will, dann könnt ihr da auch noch mehr Informationen und mehr Sachen über mich und meinen Kanal sehen. Aber das in Zukunft und davon hört ihr dann mehr in meinen Announcements. Jetzt geht es erstmal um die Teamauswahl für meinen nächsten Karrieremodus. Ihr seht schon hier, Trainerkarriere, wähle deinen Weg. Und ich habe mir ein paar Mannschaften ausgesucht, die ich gerne nehmen würde. Das sind so Überlegungen und ich werde zu jedem Team kurz was sagen, warum ich das ausgesucht habe. Es sind insgesamt, glaube ich, 9 Mannschaften und aus den europäischen Ligen sind da einige dabei. Und das sind halt Mannschaften, will ich jetzt schon mal vorweg sagen, für die ich mich entschieden habe, weil ich da irgendwie einen Bezug zu habe, warum und so. Ich habe mir das so überlegt, warum ich die nehmen würde. Und ich weiß, dass viele von euch lieber die und die andere Mannschaft haben wollen, aber ihr müsst auch bedenken, ich spiele das Ding, ich will daran Spaß haben und deswegen müsst ihr aus meiner Auswahl, die ich mir jetzt ausgesucht habe, was nehmen und ich denke mal, da wird für jeden was dabei sein, wo man Kompromiss mit eingehen kann, hoffe ich jedenfalls. Ihr braucht also dementsprechend nicht in den Kommentarbereich nochmal schreiben, nimm doch die Mannschaft, bringt nichts. Das ist die Auswahl, die steht jetzt fest und hinter der stehe ich und die finde ich auch gut und eine von den Mannschaften würde ich gerne nehmen. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, wir gehen jetzt die einzelnen Mannschaften durch. Ach, bevor ich das vergesse, will ich noch sagen, egal welche Mannschaft ich nehme, ich nehme die erste Saisonhälfte auf jeden Fall die Standardaufstellung. Also ich werde keine Transferpolitik machen. Das habe ich mir überlegt, weil die Kader stehen so fest. Und mit denen werden die auch in echt spielen. Das heißt, ich werde bis zum Winter jetzt erstmal alles so lassen. Und damit habe ich es erstmal einfach und kann mit der Mannschaft so spielen, wie sie gerade eingestellt ist. Das finde ich auch ganz gut. Und im Winter können wir dann gucken, was wir noch verändern. Außerdem ist auch die Frage, Nationaltrainer kann man ja werden. Man kriegt ja irgendwann in der Saison vielleicht ein Angebot von der Nationalmannschaft. Und ich denke, wenn da ein Angebot kommt, und da werden nicht viele Angebote kommen, kann ich mir jetzt jedenfalls nicht vorstellen, ich weiß es noch nicht, werde ich das Erstbeste annehmen und das natürlich auch nebenbei machen. In meinem ersten Video, was ich bei EA neulich gemacht habe, da hatte ich ja mit Barcelona eine Saison gemacht und da kam ein Angebot von Finnland erst. Und die habe ich dann halt genommen. Und so würde ich das hier auch machen. Nur das schon mal zur Vorab-Info. Falls es auch irgendwelche Wechselangebote gibt nach der Saison, muss man gucken. Da bin ich offen für alles, aber wir schauen dann mal, wie die Saison so gelaufen ist. Dann am Ende und ne, nur das mal so vorab. So, jetzt kommen wir zu den ersten Teams. Schauen wir mal rein. Ja, mein erster Vorschlag und wir fangen gleich mal in Deutschland an, würde ich sagen. Ich gehe auch so ein bisschen nach Prioritäten, würde ich mal sagen. So das Wichtigste, wo ich jetzt so sagen würde, fange ich an und dann geht es immer weiter runter. Aber ich fange mal ganz zum Beginn an, hier mit Ingolstadt. Damit habe ich bei FIFA 12 aufgehört und damit fange ich bei FIFA 13 vielleicht wieder an. Das wäre die Frage. Bleibe ich, Basti, Ingolstadt treu und führe sie nochmal hoch in die erste Liga und behaupte mich diesmal in der ersten Liga. Übrigens auch, ich denke mal, ich spiele auf Profi von Anfang an. Der Schwierigkeitsgrad hat angezogen. Trotzdem will ich noch kurz sagen, also ich will euch jetzt nicht groß beeinflussen, aber ich sage euch kurz meine Meinung. Meine erste Wahl wäre Ingolstadt allerdings nicht, weil ich habe irgendwie eher Lust, mal eine relativ gute Mannschaft zu spielen, wo ein bisschen mehr mitgeht als mit einer Zweitligamannschaft. Aber trotzdem würde ich auch gerne mit Ingolstadt wieder anfangen, gar keine Frage. Die Jungs sind mir ja auch, die Namen sind mir ans Herz gewachsen und irgendwie habe ich jetzt so einen kleinen Bezug zu Ingolstadt. Und ich sage euch eins, egal welche Mannschaft ich nehme, ich muss mir ein Trikot davon kaufen, oder? Ja, ich glaube, ich mache das.
Naja, das wäre Vorschlag Nummer 1. Vorschlag Nummer 2, und jetzt werden mich sehr viele hassen, aber das ist halt so. Jeder hat andere Ansichten, Geschmäcker und sowas. Und ich bin ein Sympathisant von Hamburg, habe ich schon immer gesagt. Ich mag Hamburg, ich mag Bayern, aber ich mag eigentlich fast alle Vereine, fast alle, sage ich jetzt mal. Aber jedenfalls für Deutschland habe ich mir gedacht, würde ich Hamburg nehmen, weil die sind von der Mannschaftsstärke relativ mittelmäßig. Ich wollte halt nicht sowas wie Bayern oder Dortmund vorschlagen, weil die halt einfach, ja, gleich zu stark wären. Und ja, mit Hamburg habe ich so Mittelmaß, da müsste ich Mittelmaß, ja, das hört sich jetzt vielleicht auch für die Hamburger negativ an, aber da hätte ich auch einen Weg, um mich hochzukämpfen. Und die haben ein eigenes Stadion bei FIFA drin, das finde ich auch ganz gut. Ja, und ich würde gerne mit Hamburg spielen, das wäre mein nächster Vorschlag. Mit Raphael van der Vaart jetzt mit dabei und die anderen Spieler alle. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil das macht keinen Sinn. Ja, Hamburg, der nächste Vorschlag. Ja, mein anderer Vorschlag für die Bundesliga, ich weiß nicht, ob ihr schon erkannt habt, ist Eintracht Frankfurt. Das ist die Überraschungsmannschaft zur Zeit in der Saison noch. Und warum Eintracht Frankfurt? Ich würde mal sagen, für mich jetzt so persönlich ist es so, ich komme aus Hessen, ich komme aus Nordhessen, Kassel. Und Frankfurt ist einfach die nächste Fußball-Bundesliga-Mannschaft, würde ich mal sagen. Und zu Frankfurt, wenn die, weiß ich nicht, da freue ich mich auch, wenn die gewonnen haben und weiter nach oben kommen. Hessen, irgendwie freut man sich ja, wenn sein Bundesland irgendwie auch dabei ist. Und damit wäre Frankfurt, ja, meine andere Wahl für die Bundesliga. Das wäre alles für die Bundesliga. Ich wollte nicht noch viel mehr Mannschaften vorschlagen. Pro Liga zwei Teams habe ich mir überlegt. Außer jetzt mit der Bundesliga habe ich noch diese Sache mit Ingolstadt aus der zweiten Liga mir überlegt. Ja, Frankfurt also meine Wahl, weil ich Hesse bin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele einen Hass auf Frankfurt haben, außer vielleicht die Mainzer. Aber trotzdem, das ist meine Wahl. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder in einer anderen Liga. Und zwar ist es jetzt die englische Liga. Und ihr seht schon, mein alter Verein von FIFA 11. Oh, was waren das für Zeiten. Der Karrieremodus mit Newcastle United. Und da sind ja jetzt richtig gute Spieler dabei. Cissé, Dembaba. Und Ben Arfa hat sich auch sehr verschlechtert, wollte ich schon fast sagen. Und Gutierrez und was weiß ich nicht alles. Also mein alter Verein aus England, Newcastle United. Wie sieht's aus mit Newcastle United? Wäre auch mein Vorschlag. Ja, stimmt also ab. Und jetzt noch eine andere englische Mannschaft. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Ja, wie ihr seht, es wäre Arsenal London. Mit Lukas Podolski, Giroud und Walcott und hast du nicht gesehen? Ich mag das Stadion voll. Ich finde das Fly Emirates Stadium, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt oder ob es umgenannt wurde. Ich finde das Stadion toll. Und mit der Mannschaft habe ich auch bei FIFA 12 nebenher in Ruhe für mich gespielt. Und ja, da wäre einiges zu machen mit denen. Die sind ja eigentlich jetzt auch gut dabei dieses Jahr an sich und hatten früher ihre sehr gute Zeit. Ja, das wäre so meine Frage. Ich hätte schon Bock auf Arsenal. Da wären coole Aktionen dabei, weil die Spieler relativ gut sind. Sehr gut sind. Und ja, ich wollte halt auch nicht Chelsea oder Manchester United nehmen oder Manchester City, was halt jeder andere auch machen würde. Ich wollte halt so die B-Klasse nehmen. Arsenal ist aber eigentlich A-Klasse. Aber egal, das wäre auch mal wieder ein Vorschlag. So, jetzt sind wir angekommen in Italien. Das war ja letztes Jahr ganz knapp das Rennen zwischen Juventus Turin und Ingolstadt. Und ja, vielleicht ist ja Juventus Turin diesmal dabei. Wir kennen da auch einige Spieler. Vucinic, ich kann die Namen ja immer noch nicht. Ich kann die Namen nicht. Auf jeden Fall haben wir da auch noch. Jetzt Arturo Vidal ist ja auch dahin gegangen. Und ich habe es mir alles aufgeschrieben. Ich kenne die Namen alle da gar nicht. Buffon ist da, Pirlo und Cellini und Buffon und Vidal und Cellini. Dann gäbe es in Italien noch Napoli als Vorschlag von mir. Wie gesagt, zwei Mannschaften pro Liga wäre meine Idee gewesen. Napoli mit Pandev, Hamsik oder wie auch immer der heißt, Cannavaro. Also eigentlich, glaube ich, ein gutes Team auch dabei. Und ich weiß gar nicht, ob der Lavezzi noch da ist. Das war ja auch so ein Pace-Noob eigentlich aus FIFA 12. Ich glaube, der ist weg. Aber ich weiß es nicht genau. Muss ich dann nochmal nachgucken. Guck ich mal schnell. Ja. Sieht nicht danach aus. Der ist weg. Der ist irgendwo anders hingegangen. Man weiß es nicht. Ja, also Napoli, mein zweiter Vorschlag für Italien. Ja, jetzt sind wir in Spanien angekommen. Und da wäre mein Vorschlag Nummer 1.
Atletico Madrid. Eine ja, relativ starke Mannschaft, würde ich mal sagen. Mit Falcao, Adrian, Thiago, Turan, Juan Fran oder Juan Fran. Also eine gute Mannschaft. Hatte, glaube ich, jetzt Europa League mal irgendwann gewonnen. Vor letztes Jahr oder so. Ich kann mir sowas immer nicht merken. Auf jeden Fall, doch, das war doch hier mit Diego. Natürlich hatten die gewonnen. Wenn ich mich täusche, dann täusche ich mich. Auf jeden Fall auch so eine Mannschaft, die oberes Mittelmaß ist so und die ich noch weiter nach oben führen kann. Champions League und sowas. Das wäre mein Vorschlag Nummer 1 für Spanien. Schauen wir mal Vorschlag Nummer 2 an. Und zwar, wie ihr schlecht sehen könnt oder gut sehen könnt, ist das der Sevilla SC. Und das ist so mein Vorschlag, weil da kennen wir zum Beispiel aus der Bundesliga noch raus Trochowski, Rakitic, wer war da noch? Reyes, Negredo, nicht aus der Bundesliga, aber die kennen wir allgemein. Also auch so ein Team, was gute Chancen hat, richtig weit nach oben zu kommen von der Mannschaftsgeschichte her. Ich glaube, die hatten dieses Jahr, glaube ich, sogar gegen, hatten die gegen Barca gewonnen oder gegen Real? Gegen eine von den Mannschaften, ich glaube, es war gegen Real. Auf jeden Fall Rakitic und Trochowski noch dabei. Finde ich ganz cool und das wäre mein letzter Vorschlag für diese ganze Umfragerunde. Also ich sage jetzt nochmal alle Teams einmal durch, damit ihr es nochmal wisst. Und ihr könnt auf modernconsumer.de ab jetzt schon abstimmen. Ich gehe nochmal alle durch. Hamburger Sportverein, Eintracht Frankfurt, FC Ingolstadt, Newcastle United, Arsenal London, Juventus Turin, Napoli, SC oder so, Sevilla FC und Atletico Madrid. Ich habe mir andere Exoten so außen vor gelassen. Ich hatte noch kurzzeitig überlegt, hey, machst du hier noch vielleicht New York Red Bulls rein? Machst du vielleicht FC Santos rein mit Neymar in der brasilianischen Liga und sagst dann vielleicht nach einem Jahr, dann gehst du woanders hin, je nachdem, was man für Angebote bekommt. Oder, ach, keine Ahnung, ich hatte so viel noch überlegt, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, eine europäische Mannschaft zu nehmen, aus den eine der Top-Ligen. Eine französische ist es jetzt nicht geworden, keine niederländische, weil ich denke mal, ich würde das Angebot auch nicht zu groß machen und ja, ich hoffe, dass euch da irgendein Team dabei gefällt, was ihr gerne sehen würdet bei mir und deswegen bitte ich euch ab jetzt direkt auf meine Seite zu gehen. Ihr könnt da einfach drauf gehen und einmal hier draufklicken und mit abstimmen. Ganz einfach ist das gemacht und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir dann demnächst loslegen können. Die Abstimmung läuft bis zum, was habe ich mir aufgeschrieben, Montag, den 8. Oktober. Und dann soll es so bald wie möglich danach losgehen mit dem Team, was ihr entschieden habt von meiner Auswahl. Ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Teilnahme. Einfach kurz draufgehen auf die Seite, geht ja ganz schnell, 2 Klicks. Und dann seid ihr schon dabei gewesen und habt mitgemacht. Also eine ganz schnelle Nummer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Donnerstag kommt ein Announcement von mir. Da werde ich vielleicht nochmal einen Zwischenstand sagen und euch nochmal aufmerksam machen, falls ihr das bis dahin noch nicht gesehen habt. Aber dann habt ihr, ja, ist auch egal. Okay, ja, danke fürs Zuschauen und dann votet mit. Ihr habt alles in der Hand. Meinen Weg zum Ziel. Karrieremodus FIFA 13. Bis dann. Ciao, euer Basti.